Urlaub, wie schön ist es hier auf Als. Die Felder sind so groß und die Aussicht so besonders. Wir spielen gut miteinander und wir lassen uns Zeit. Wir setzen die Dinge in Bewegung, wir schaffen unsere eigenen Möglichkeiten und es gibt Platz für Große und Kleine. Spielende Kinder und Erwachsene, die wissen, wie wichtig das ist. Eine gute Nachbarschaft ist Teil der besonderen DNA der Region. Und wenn man möchte, kann man im Handumdrehen Teil der Gemeinschaft werden. Es ist leicht, sich wie zu Hause zu fühlen. Und man kann glücklich sein, wenn man das ist. Sonderburg ist ein geschichtsträchtiges Gebiet. Die Hälfte der Einwohner lebt außerhalb der drei großen Städte. Und die Region strahlt ein starkes Gemeinschaftsgefühl aus. Als wir hierher gezogen sind, hat man an die Tür geklopft und willkommen gesagt. Und dann hat man einfach eine Flasche Wein bekommen und die Leute haben unterwegs angehalten und das Fenster heruntergekurbelt und gesagt, hey, willkommen. Wir wurden sofort in die Häuser dieser Menschen eingeladen und die Gegend strahlt den Glauben an die Gemeinschaft aus. Und die Nachbarschaft, die wir haben, ist so nah. Wir haben eine tolle Nachbarschaft. Unser direkter Nachbar für die Kinder ist er so etwas wie ein Ersatzonkel oder Opa. Das ist so nah. Jeder tut, was er kann, was auch bedeutet, dass es viele von uns gibt, die etwas bekommen. Denn wenn alle geben, sind wir auch alle Empfänger. Und genau das ist das Wesen der Gemeinschaft, nämlich zu sorgen. Der Zusammenhalt hier draußen, so hörten wir, sei wirklich gut. Ja, wir waren wirklich überrascht, wie gut es wirklich war. Wie viele Menschen etwas beitragen und wie viel sie helfen. Ich liebe es hier. Die Gegend ist voll wunderbarer Natur, sowohl wild als auch zum Nachdenken und Durchatmen anregend. Ich denke, es ist einfach die Freiheit und die Natur, die Nähe zur Familie. Wir wohnen nah beieinander und können frei auf der Straße radeln und grüßen alle Leute, die wir treffen. Die örtliche Gemeinschaft, die wir haben, bedeutet uns sehr viel. Das Leben als Kind ist toll, weil man immer jemanden zum Spielen hat. Nun, ich bin in einer Zeit aufgewachsen, in der man sich nicht anrufen oder eine SMS schreiben konnte. Du hast dein Fahrrad genommen, bist runtergefahren und hast gefragt, ob jemand spielen will. Wenn niemand mitspielen konnte, ging man einfach auf den örtlichen Spielplatz oder auf den Schulhof. Es dauerte nur 10 Minuten und dann konnten wir Ball spielen. Strände umgeben die ganze Gegend. Die Wälder sind wild und üppig. Es gibt Wege für ausgedehnte Spaziergänge oder für kurze Spaziergänge vorbei an den Nachbarn, die sofort einen weiteren Gartenstuhl holen und bereit sind, sich mit dir um den Grill zu versammeln. Es gibt ein Leben von lachenden Kindern mit Fahrrädern, die zum Strand hinunterfahren, um ins Wasser zu springen. Das Plätschern und die Segel, die man von der Wasserseite hören kann. Man kann das Schlagen der Segel hören. Es ist wie ein großer Fernseher, vor dem man das Leben beobachten kann. Es gibt 258 Kilometer Küstennatur, die sich um die gesamte Gemeinde erstreckt. Es ist rund um Als mit den wunderschönen Sonnenuntergängen, wo wir jetzt sind. Das bedeutet, wir leben in einer Gemeinde, die kurze Wege zum Wasser hat. Das Gebiet ist auf nachhaltigen Tourismus ausgerichtet. Die Natur verlangt genau das. Aber dieser Lebensstil bedeutet auch, mit seiner Umgebung im Einklang zu sein. Die Dörfer sind voll von Menschen, die das schaffen, was sie benennen. Wenn sie Lust haben, etwas zu tun, dann setzen sie es in die Tat um. Wir kennen uns in der Stadt. Wir haben ein gutes Team und viele Freiwillige. Man fühlt, wenn man Hilfe braucht, dann ist immer jemand da. Wir kennen uns alle. Wir kennen die anderen Kinder, wir kennen die anderen Eltern. Wenn Junior bei einer Fahrradtour stürzt und sich verletzt, wird ihm sicher jemand hochhelfen. Es gibt ihm jemand ein Pflaster und schickt ihn in Richtung zu Hause. Du hast immer Hilfe bei irgendetwas. Wenn du etwas transportieren oder ein Brett im Dach austauschen möchtest, bekommst du immer Hilfe. Wir sind der Meinung, dass wir an einem der besten Orte der Welt leben. Es fehlt uns an nichts und wir vermissen nichts. Und sollten wir doch etwas vermissen, haben wir doch die größeren Städte und südlich ganz Europa. Und wir haben hier einfach mega schnelles Glasfaser-Internet. 1000 Megabit. Es ist die Gemeinschaft. Sie ist voller Leben. Sie ist voller Natur. Sie ist voller Wasser. Sie ist voll Landschaft. Es ist ein großartiger Ort zum Leben. Ich lebe sehr, sehr gerne in Südjylland. Ich fühle mich sehr wohl in der Kommune Sonderburg und ich fühle mich sehr wohl, in einer ländlichen Gegend zu leben.
Unsere Kinder haben eine großartige Erziehung genossen. Wir haben wirklich gute Beziehungen zu unseren Nachbarn. Wir fühlen uns sicher und nicht eingeengt. Wir haben auch kulturelle Angebote. Wir haben Vereine, manche haben Sportvereine, manche haben Reitvereine, manche spielen Golf. Das Angebot hier draußen ist viel reichhaltiger, als man sich das vorstellen kann, wenn man aus einer großen Stadt kommt. Ich werde nie in einen anderen Teil des Landes gehen, denn ich will hier auf Als bleiben. Wir glauben einander und wir sind glücklich, hier zu leben. Wenn du vorbeischaust, wirst du neidisch sein. Und wenn du es auch fühlst, sind wir bereit, dich zu empfangen. Hier ist Platz für viele und Gelegenheit für mehr.